Blicken wir heute zurück auf den historischen Sommer 2020, fällt eines sofort auf. Die sonst so häufigen Touristenmassen drängen sich nicht wie die Ölsardinen aneinander, sondern es wird ein Corona-Abstand von mindestens 2 Metern eingehalten. Das hat dazu geführt, dass sogar der scheue Norddeutsche immer wieder an die Strände gegangen ist und seine Menschenfurcht überwunden hat. Manche Leute behaupten ja, ich lebe nur von Kaffee. Das stimmt nicht ganz. Guten Morgen, willkommen zurück zum Vlog. Das üben wir noch. Kennt ihr das, wenn das Leben euch vor krasse Aufgaben stellt? Ich versuche gerade, eine Babyschale in einen Fahrradanhänger einzubauen. Und langsam habe ich das Gefühl, der Hersteller will mich irgendwie hier. Der hat es auf mich abgesehen, oder was? Oh, Titus hat mir geholfen, aber er hat mich jetzt hängen lassen und ist hinten spielen gegangen. Das muss da rein. Mit Gurten. Aber das will auch nicht so, wie ich will. Ich muss jetzt den Gurt hier durch den ganzen Apparat hier durchfummeln. Alter, wer sich das ausgedacht hat, ne? Der hat auch einen Hass auf Menschen. Kann doch nicht angehen. So, Projekt vorerst gescheitert. Aber ist auch nicht schlimm. Ein Mann muss auch wissen, wann er den Kampf beenden muss. Sonst machst du dich kaputt. Und ich lasse mich jetzt hier nicht von so einer Schale kaputt machen lassen im Urlaub. Leute, 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 Leute. Also, wir finden uns damit ab. Titus muss sitzen lernen. Vorher können wir nicht Radfahren zusammen. Leider ja. Titus, lern mal sitzen. Am besten diese Woche noch. Schaffst du das? Ja? Ja? Oh. Er ist zuversichtlich. Er ist ganz angespornt, sitzen zu lernen. Ich hätte es dir zugetraut, aber... Ich hätte es mir auch zugetraut. Aber manchmal steckt der Teufel im Detail. Das ist so. Und in Spanngurten. Vielleicht haben wir noch Glück. Wir haben ja, das ist ja das Schöne, wenn man auf dem Dorf lebt. Es gibt so Dorf-Olé. Es gibt eine Facebook-Gruppe und normalerweise jedes Problemchen wird dort gelöst. Man hilft sich hier gegenseitig. Ich habe jetzt ein Bild von dem Wie Teil. Wie in Bullabü. Genau. Ein Bild von dem Teil reingepostet und hoffe bei den ganzen Familien, die hier wohnen, dass irgendjemand dieses Modell hat und versteht, wie man das Teil da reinbaut. Ich bin auch zuversichtlich, dass sich jemand bei uns meldet. Bestimmt. Anni, wie fandst du mein Video von heute Morgen? Sommerlich? Warum? Ja, weil ich ja immer am Nachdenken bin, wenn ein Video rauskommt, wie das läuft. Und läuft nicht gut? Doch, läuft gut. Aber ich bin immer nervös, Leute. Ich möchte nicht mehr aufgeregt sein, wenn ein Video kommt. Ich möchte das selbstverständlich sozusagen. Ich mache ein Video und dann ist gut. Ja. Und nicht, ich mache ein Video und gucke dann 20 Mal nach, wie die Zahlen sind. Ja, aber ich glaube, das ist vollkommen normal, wenn man etwas leidenschaftlich macht. Das ist ja so ein bisschen wie Lampenfieber. Unsere Bühne, also deine Bühne ist ja nicht auf einer richtigen Bühne, aber das Internet ist ja deine Bühne. Und insofern ist ein bisschen Lampenfieber gehört auch irgendwie mit dazu, oder? Hm. Ohne Lampenfieber ist ja irgendwie auch langweilig. Ich glaube, so nenne ich das Video. Ohne Lampenfieber ist auch langweilig. Ja. Danke. Gerne. Prost. Kriegen wir vielleicht doch noch ein kleines handwerkliches Erfolgserlebnis hin. Hab Post bekommen und wenn alles stimmt, dann ist da drinne. Ja. Das sind so Schnellwechselplatten für Kameras. Also um die Kamera auf ein Stativ zu machen. Ich habe momentan solche, die. Ach, guck mal, hier kann man das sehen. Das hier ist ein Ballhead, nennt sich das. Das ist das Kopfende. Also hier unten ist ein Stativ dran oder was auch immer. Und hier oben ist die Kamera drauf. Und normalerweise baut man etwas unten an die Kamera ran, setzt das hier rauf und dann schraubt man das hier fest. Aber dieses Fest- und Abschrauben, das nervt mich. Und die Dinger hier, die kann man dann austauschen einfach oben. Das sind so Klemmplatten. Das geht dann halt 5-mal so schnell. Machst du hier auf? Wie machst du auf? Und das baue ich jetzt noch schnell auf Stativ, damit ich ein Erfolgserlebnis heute wenigstens noch habe. Das Ding ist halt, seit ich YouTube-Videos mache, hat sich echt ganz schön viel verändert, ne? Also hier, jetzt mal abgesehen von, ich muss mich um irgendwelches Equipment kümmern und irgendwelche
Platten auf irgendwelche Stative schrauben, was man vorher halt auch nicht macht. Ich habe so viele coole neue Menschen kennengelernt, so viele neue Ideen, so viel ist einfach passiert. Da kannst du halt echt einfach nur dankbar sein, ne? Und ich weiß noch, wie mein Lampenfieber war vor dem ersten Video, das ich rausgebracht habe. Alter Vater, was war ich aufgeregt vor dem ersten Video. Musst erst mal ein Geldstück holen. Bist du gar nicht mehr gewohnt, echtes Geld dabei zu haben in unserer... Wir bezahlen alles nur noch kontaktlos Welt, aber 2-Cent-Stück, der Schraubenzieher des kleinen Mannes. Das Ding ist, ich bin halt echt schon wahnsinnig dankbar für diese ganze YouTube-Geschichte hier. Und das bringt mir so Spaß. Auch wenn das viel zu tun ist, das lohnt sich alle mal. Das ist doch eine stabile Angelegenheit hier. Zack, zack, fest. Cool. Also ich werde jetzt gleich noch auf dem Stativ, wo die Kamera gerade drauf ist, das tauschen. Das heißt, ich mache die Kamera gleich aus. Aber vorher, vielen Dank dir, dass du bei dieser kleinen Reise mit dabei bist und dass es Stück für Stück immer wieder dafür sorgt, dass ich Lampenfieber habe, weil Lampenfieber gehört auch dazu. Das ist wichtig und ich freue mich jedes Mal. Das ist aufregend, ein neues Video nett zu klicken und dann kommt das neue Video. Und vor allem danke, dass du auf dieser kleinen Reise mit dabei bist. Das freut mich unglaublich. Also, hab einen guten Tag. Wir sehen uns die Tage wieder bei der nächsten Folge vom kleinen Vlog hier. Also, hau rein, ne? Ciao, ciao.